Also wir haben eigentlich zwei Adressen. Wir haben eine geografische und eine postalische. Die postalische klingt riesig, das ist die Maximilianstraße 10 hier in München. Geografisch sind wir jedoch im Rückgebäude gelegen. Also wie es zum Cosmogrill gekommen ist, liegt eigentlich in der Geschichte, dass wir nachts viel in München unterwegs gewesen sind und Hunger hatten und einfach hier in München nichts gefunden haben, speziell in der Altstadt nicht. Und da also die Idee geboren worden ist, zu sagen, okay, also es muss ein Essen hierher und es muss auch was Schnelles sein, aber eben auch hochwertig. Das Ganze musste den Charakter des Takeaway erfüllen. Das gilt sowohl natürlich für den Burger als auch für das Rinderfilet, als auch für die Scampis, bis hin aber auch zu unseren Cocktails. Wichtig im Erscheinungsbild von Cosmogrill war, dass wir ein rundes Bild abliefern von der Architektur über das Erscheinungsbild der Mitarbeiter, über das Hauptkommunikationsmittel, unsere Takeaway-Karte. Ergänzt wird die mobile Karte durch unsere Prepaid-Karte. Gedacht ist diese Karte sowohl als Geschenkvoucher als auch für Firmen, die Mitarbeiterverpflegung machen. Sehr überrascht oder vielleicht auch nicht überrascht hat uns dann doch das Kundenverhalten zum Thema Champagner. Wir uns über wirklich tolle Absätze freuen. Renner am Wochenende ist die Kombination ein Kilo Riesengarnelen mit der Flasche Röderer. Im Heißgetränkebereich haben wir uns mehr dem Tee verschrieben. Wir müssen dazu sagen, dass wir wenig Profis arbeiten, sondern hauptsächlich über Minijobber, die wir hier antrainieren, einarbeiten. Wir haben seit 1. August 2006 Cosmogrill am Münchner Imbissnetz angeschlossen. Also wir haben 60 Quadratmeter Gastraumfläche und die teilen sich dann auf in 10 Sitzplätze und 15 Stehplätze. Wir haben im Schnitt 180 Gäste pro Tag im Durchlauf, zu Öffnungszeiten zwischen 16 und 19 Stunden an 6 Tagen die Woche. Investitionen sind wir pro Quadratmeter bei 1.500 Euro gewesen. Dahingehend eine sehr hohe Zahl, dass wir hier auch in die Rohbausubstanz gegangen sind. Der Durchschnittsbon ist momentan um die 13 Euro. Wir haben derzeit einen Takeaway-Anteil von ca. 20%. In Zukunft ist geplant, das Ganze auch online kompatibel zu machen. Wir arbeiten derzeit mit 4 festen Mitarbeitern und 13 Aushilfskräften. Ich komme gerne hin, weil also ich habe sowieso ein Faible für Burger und meiner Ansicht nach ist hier in München einfach der beste Burger der Stadt. Ja, zu unserer großen Überraschung ist Cosmogrill mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet worden. Unsere Wahrnehmung hat bis jetzt noch nicht gesehen, dass es quasi auch für gastronomische Konzepte diese Verleihung gegeben hat. Besonders aus diesem Grund freuen wir uns sehr über diese Auszeichnung und sind auch sehr stolz für doch diesen renommierten Preis.